Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, es geht weiter mit Maniac Mansion. Ich habe meinen C64 gestartet. Ich bin jetzt im Karussellmodus. Und jetzt muss ich erstmal wieder schauen, wie das nochmal war. Ich muss erstmal in den klassischen Modus wechseln. Und das geht so. Genau, und dann kann ich nämlich hier drüber. Medienzugriff. Top-Spiele. Maniac Mansion Easy. Cartridge. Und das Ganze ohne Schnelllader. Da muss ich die Rakete hier deaktivieren. Da unten links kann man es vielleicht sehen. Und ja. Wir starten hinein, würde ich sagen. So, jetzt kann ich wieder laden. Menü. Laden. Und bei 93 Minuten bin ich stehen geblieben. Ja. Und schon wären wir da. So, wie sieht das aus? Ich habe 10 Cent Stücke. Die könnte ich jetzt einsetzen. Ich habe Werkzeug. Was kann ich mit dem Werkzeug machen? Muss ich selber erstmal überlegen. Also die Treppe ging nicht. Jetzt haben wir noch Käse. Wir könnten den Kollegen ein bisschen bestechen. Ja, Krug. Genau, ist da jetzt schon Wasser drin? Lese Krug. Nicht zu lesen. Ja, ist klar. Eigentlich soll es mir nur was beschreiben. So, wer hat den Schlüssel? Das war, glaube ich, die Wendy. Nein, Razor. So, benutze. Schlüssel. Mit. Tür. Geht nicht? Benutze. Alter rostiger Schlüssel in Tür. Kannst du den Satz nochmal anklicken? Ah ja. Habe ich von irgendwie mich verdrückt wohl. Dann gehe ich mit dem Dave mal raus. Oh nö, wer hat hier das Licht ausgemacht? Gut, kein Problem. Dann machen wir es wieder an. Ja, ich glaube, ich muss nochmal zu dem Pool hin. Jetzt suchen wir erstmal den Lichtschalter, damit wir überhaupt was sehen. Da, Lichtschalter. Und den natürlich ein. Genau. Ja, das machen wir jetzt. Ich gehe noch einmal zum Pool. Und nehme da irgendwie das radioaktive Wasser mit. Wer mit dem Krug oder mit dem Schwamm, das weiß ich nicht mehr so genau. Komm, geh rein. Das hätte ich vielleicht vorhin von Anfang an schon machen können. Ja, ist egal. Hatte ich wohl vorhin vergessen. Dann müssen wir halt eben nochmal hinlaufen. Na, dieses Grinsen von Dave ist immer klasse, ne? Also er ist sehr optimistisch, dass er seine Freundin retten kann. Das ist auch gut so. So, jetzt benutze. Ich meine, das wäre Krug gewesen. Krug mit Swimmingpool. Krug mit Wasser. Ja, genau. Das ist doch schon mal sehr gut. Das könnten wir die Pflanzen damit gießen. Ich überlege gerade, diese Entwicklerflüssigkeit, die kann ich doch mal nicht auch noch mitnehmen. Bin hier gerade mal hier unten schön. Tippel, 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 tippel.
das machen wir mal. Der Fotograf spielt zwar jetzt nicht mit, aber was wir haben, dann haben wir, ne? Ich glaube, in der Mikrowelle kann man auch noch irgendwie was reintun. Würde ich noch gerade was? Ein Ei oder so? Ah ne, das war bei Zack McCracken mit dem Ei. Vielleicht fällt es mir gleich noch gleich wieder ein. So, so, so. Irgendwo ist hier die Fotoflüssigkeit. Hoffentlich. Ja, Entwickler. Genau, das war genau mit dem Schwamm, war das, meine ich. Benutze Entwicklerflüssigkeit mit Schwamm. Habe ich überhaupt den Schwamm? Jo. Entwicklerschwamm. Ja, kann man auch so bezeichnen, ne? Genau, wir gehen jetzt erstmal zu der fleischfressenden Pflanze. Das heißt, einmal nach ganz oben. Nach ganz, ganz oben. Genau, da muss ich hin. Erst bin ich an dem Fotolabor vorbeigelaufen. Na, ist egal. Wie gesagt, ich glaube, die braucht man eh nicht. Zumindest nicht mit diesem, Team. Benutze Entwicklerschwamm. Nee, ach, Entwicklerschwamm. Nochmal. Benutze Krug mit Wasser. Mit Plank die Pflanze, ne? Oder wie ist das Ding nochmal? Pflanzentopf, okay. Zack. Genau, und jetzt braucht die gute Pflanze noch eine kleine Ablenkung. Gebe Pepsi-Cola. Ja, Pepsi-Cola ist auch wieder so ein Indiz für die 80er Jahre. Da hat der Pepsi seinerzeit richtig viel Werbung gemacht. Mit Tina Turner, Michael Jackson und viele weitere. Wir haben so versucht, Coca-Cola Konkurrenz zu machen. Hat nicht so ganz funktioniert. Man gibt es heute immer noch, keine Frage, aber ist jetzt am Markt nicht mehr so präsent wie damals. Gut, an der Stelle werde ich einmal cheaten und abspeichern. Denn wenn man das Teleskop falsch irgendwie positioniert, kann das ein bisschen böse enden. Und das wollen wir ja nicht. So, speichern, jetzt brauche ich den linken Knopf, ne? Habe ich es gespeichert? Noch einmal abchecken. Ja, das sieht gut aus. So, ich muss doch erst das Kabel reparieren. Das kann sein, dass das Teleskop gar nicht funktioniert. Weil ohne Strom funktioniert nun mal gar nichts. Dann muss ich hier einmal hier hin. Rülps. Ja, von Pepsi muss man schon rülpsen, keine Frage. Genau, das Kabel muss ich reparieren, weil Werkzeugkoffer müsste ich ja haben. Wo haben wir? Werkzeuge, da haben wir es. So, ich switch rum zu den Damen. Genau, sie könnte eigentlich gleich rausgehen. Und Razor öffnet die Tür. Benutze rostigen Schlüssel in Tür. Zack.
offen, umswitchen, rausgehen. Genau, jetzt sagen wir einfach mal aus. Stromkasten. Zack, jetzt switche ich schnell um zu Dave. Jetzt sage ich ihm, benutze. Oh, mit meiner Werkzeuge wird hier schon schön hier passend hinplatziert. Ja, die ominöse Katze darf nicht fehlen. Verdammt, wird den Strom abgestellt. Ja, ich war's. Und wieder einmal schmilzt mein Reaktor. Genau. Du kennst das Problem ja schon, ne? Ich werde... Wie werde ich die Welt beherrschen, wenn stets solche Dinge passieren? Stillstand! Wo ist er? Hier bin ich. Wir haben wieder ein Problem. Wo ist er? Warte, warte, warte. So. Wo sind meine Werkzeuge? Die sind noch hier. Benutze. Werkzeuge. An. Ja, ich muss es treffen. Trete. Noch. Ziemlich dunkel hier. Nein. Ich habe meine Taschenlampe nicht mehr machen. Taschenlampe. Ein Taschenlampe. Ja, ganz einfach ist das nicht. Man muss sich an alles denken. Ich brauche Batterien. Ach, dafür war das Radio, ne? Oh, das hätte ich schon vorbereiten können. Ich glaube, öffne Radio. Das werde ich wohl nicht mehr schaffen. Batterien, genau. Benutze. Batterien in... Wo ist die Taschenlampe? Wo ist die Taschenlampe? Da. Ein Taschenlampe. Ja, komm. Ah. Und die Werkzeuge. Benutze Werkzeuge an. Drehte. Das sollte gehen. Schnell umswitchen zu Wendy. So. Das Tentakel jetzt hier kommt. Ein Stromunterbrecher. Der war knapp. Puh, was wenn mir das Haus explodiert und das ist nicht schlimm. Ich hab dich erwischt, Schnüffler. Ab in das Verlies. Okay, das ist ja nur ein Gang weiter. Eindringling. Ja, ist ja gut. Gut, das haben wir schon mal geschafft. Hoffentlich verfolgst du hier. Ja, die Sprüche sind schon ganz witzig. Gut. Dann würde ich sagen, jetzt gehen wir nochmal zu dem Teleskop. Jetzt sind die Drähte repariert. Jetzt gehe ich hier hoch. Man hat nämlich nur maximal 4 Cent Münzen. Und wenn die einmal weg sind, sind sie weg. Jetzt schaue ich da nochmal rein. Benutze Teleskop. Jetzt müsste ich wieder den Baum sehen. Das ist nämlich die Ausgangsposition. Genau. Jetzt benutze 10 Cent in Münzen schlägt. Na, in Kontrolltafel nicht. Münzen schlägt. So. Ich speichere jetzt auch nochmal ab. Ich weiß, ich cheate hier voll. Speichern. Speichern. Oder machen wir einen neuen Speicherpunkt? Nee, machen wir nicht. Speichern, diese Taste. Jetzt sagen wir ihn. Benutze. So, vielleicht war auch benutze falsch. Vielleicht muss ich auch sagen drücke. Drücke linken Knopf, beziehungsweise rechten Knopf. Warte mal, man kann sich auch mal eben die Zeichnung hier anschauen. Das ist auch mein versteckter Hinweis.
gehe zu oder lese Zeichnung. Was steht denn da? Oder lese Karte. Ich sage, die Bahn des Meteors. Okay. Ist jetzt nicht so zu erkennen, wo ich drücken muss, ne? Nimm trotzdem mal den linken Knopf. Irgendwie habe ich sowas im Gefühl, wenn ich den mal treffen sollte, linker Knopf. Und Knöpfe drückt man ja auch. Ah, da tut es wieder was. Es dreht sich. Ah ja, okay. Jetzt benutze Teleskop. Ich glaube, ich muss nochmal drauf drücken. Jetzt sehen wir immerhin schon... Oh, ein grünes Marsmännchen. Hat hier gar nicht mehr auf dem Schirm. Kann man nochmal drücken? Oh, mal testen. Es dreht sich nicht. Okay, dann müssen wir nochmal was reinwerfen. Benutze 10 Cent in... Ja, in linken Knopf ist natürlich falsch. In Münzenschlitz. Und genau, drücke. Nicht benutze. Drücke linken Knopf. Und? Ja, dreht sich, ne? Benutze Teleskop. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Hätte ich doch nach rechts drehen müssen? Drücke. Nee. Okay. Dann würde ich sagen, ich werde jetzt mal nochmal neu laden. Weil jetzt habe ich zwar nur noch eine Münze, aber die reicht ja dann nicht. Laden. So. Also, jetzt nochmal. Drücke rechter Knopf. Nein. Rechter Knopf. Es dreht sich. Gut. Benutze extrem starkes Teleskop. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Genau, das war, meine ich, auch richtig. Jetzt muss ich ihn noch einmal reinwerfen. Irgendwie habe ich das mit zweimal so in Erinnerung. Also, ich kann euch dann nur einen kleinen Tipp geben. Speichert in dieser Stelle auf jeden Fall ab, weil die Münzen einmal weg sind, dann sind sie weg. Nicht in Kontrolltafel. Nein, nicht in Kontrolltafel. Da, Münzenschlitz. Benutze mit 10 Cent. Zack. Und drücke rechter Knopf. Es dreht sich, ja. Das kam nämlich vorhin nicht, ne? Am zweiten Mal benutze extrem starkes Teleskop. Die Spinne. Jetzt überlege ich gerade. Oder muss ich noch irgendwas anderes machen? Ich speichere jetzt hier nochmal ab und drücke nochmal nach rechts. Safen. Weil das war so weit, war das ja erstmal gut. Benutze 10 Cent in... Da muss man echt dreimal in Münzenschlitz. Rechter Knopf. Drücke. Ne, dreht sie nicht mehr. Okay, man muss zweimal nach rechts. Ich kann nur noch mal hier lesen. Ach, lesen, hier reinschauen. Hat sie nichts getan, ne? Genau. Man muss da irgendwie noch etwas machen. Das weiß ich absolut nicht mehr.
Ich weiß es nicht. Ich lade meinen letzten Speicherpunkt. Weil dann habe ich nämlich 10 Cent mehr. Das wäre speichern, das wäre laden. Wie viel 10 Cent Münzen habe ich noch? 10, ne? Eine 10 Cent Münze habe ich noch. Die könnte ich für diesen Zockautomaten nehmen. Ich weiß gar nicht, muss man das unbedingt? Oh, wie war das jetzt nochmal? Rülps, jawohl. Gut, was können wir noch machen? Werkzeuge, das habe ich repariert. Können wir nicht noch etwas reparieren mit den Werkzeugen? Jetzt muss ich doch erstmal wieder überlegen. Wasserhahn, genau. Habe ich den schon eingesetzt, den Wasserhahn? Checken wir mal ab. Da sind schon wieder ein paar Tage vergangen. Ich weiß schon gar nicht mehr so genau, wo ich letztens stehen geblieben bin. Genau, benutze Wasserhahn. Werkzeuge nicht. Wo haben wir den Wasserhahn? Da wäre der Wasserhahn. An. Handgriff. Und jetzt öffne, ne? Oder ein. Weiß nicht, was sagt man dann? Ein Dusche. Ein Wasser an, jawohl. Und danach wieder aus. Dann hätten wir hier auch einen Code. 2275. Am besten aufschreiben. Oder was man heutzutage auch machen kann, screenshotten das Ganze. So, machen wir uns auf einmal einen Screenshot. Zack. Ups. Was denn jetzt? War da jetzt gerade eine Katze, ne? Die hat da jetzt gezockt, ne? Hat er jetzt da gerade gezockt? Ja, vielleicht durch meine Screenshotterei. Habe ich jetzt hier eine Cutscene übersprungen? Ich gehe da einfach mal hinein. Zocke eine Runde mit. Weil ich meine, man müsste auch zocken. Wo war das mit dem Zocken nochmal? Na, hier noch ein tiefer. Genau, hier konnte ich mal die Entwicklerflüssigkeit loswerden. Wo haben wir es? Wo haben wir die Entwicklerflüssigkeit? Hier, benutze. Entwicklerschwamm. In Entwickler, Behälter, Schale oder was auch immer. Ja, Schale mit Entwickler. Ich gehe da einfach mal weiter, weil das wird nicht funktionieren. Ich hätte da noch eine Idee, was wir machen können. Einmal zu diesem Spielautomat. Der war meine... Ich war der hier. Ein bisschen Arcade spielen hier, ne? Jawohl. Und genau an der Stelle cheaten wir auch mal wieder eine Runde. Auf meine ganz bestimmte Art und Weise. Menü. Save the game. Können wir euch hier speichern, ne? So viel ist halt nicht passiert. Wichtig ist ja nur, dass man das Richtige tut. Oh, ist die bei dem falschen Knopf gedrückt? Den Knopf. Mal eben nochmal nachschauen. Ja, das sieht doch gut aus. Und zurück mit dem Knopf. So, jetzt benutze 10 Cent. 10 Cent, da. 10 Cent Münze in Meteor. Meteormes. Achso. Und jetzt benutze
Meteor-Messspiel. Okay, machen wir. Hä? Mit 10 Cent? Hä? Und dann muss ich hier auf Münzenschlitz irgendwie klicken? Münzenbehälter. Ah, okay. Benutze Münzenbehälter? Hä? Benutze 10 Cent in Münzenbehälter. Hä, wieso kann ich jetzt hier nicht zocken? Benutze mit 10 Cent. Nö, geht nicht. Ich hatte das mal nicht so in Erinnerung, dass man hier mit 10 Cent Münzen zocken kann. Gut, okay. Oder kann das nur eine bestimmte Person? Das würde mich jetzt doch schon mal interessieren, was jetzt hier falsch gelaufen ist. Da muss man ihn reparieren? Ah, nee, kann auch nicht sein. So, was war hier überhaupt nochmal drin? Nicht, dass ich irgendwo was vergessen habe. Ist klar, am Anfang, den spielt man dann irgendwie immer mal wieder. Dann fängt man das Spiel an und hört dann irgendwie dann doch wieder auf. Spielt es nicht ganz zu Ende. Und deswegen ist einer Anfang natürlich ein bisschen mehr präsent. Wohin wollte ich überhaupt? Genau, ich könnte nochmal ins Verlies gehen. Vielleicht kann ich jetzt mit dem Code den Tresor, die Tür öffnen. Was könnten wir noch machen? Jetzt komme ich da nicht rein. Jetzt muss ich mich auch noch verhaften lassen. Ah, gehen wir da oben. Lassen wir uns verhaften. Ich denke mal, jetzt brauche ich einen kleinen Schnitt ein. Wie ich hier hochwatschel. Genau, jetzt gehe ich mal hier rein. Ist ja egal, wer mich verhaftet. Also früher konnte man hier auch so ein bisschen tricksen. Wenn man nämlich reingeht. Und ich denke, ach komm. Hauen wir da ab. Und geht da wieder rein. Dann ist sie erstmal weg. Dachte, ist er weg. So, nimm Parfüm. Also ich komme gleich wieder rein. Ah! Da ist ein Schlüssel. Da rechts ist ein Schlüssel. Okay, gut, dass ich da reingegangen bin. Ich habe einen neuen Lösungsansatz. Wir gehen dann zu zweit hoch. Genau, und dann schnapp ich mir den kleinen Schlüssel. Nur wofür war der? Eieieiei. Aber wo wir gerade hier sind, können wir noch mal etwas vorbereiten. Ich meine, die großen Schlösser könnte ich mit irgendeinem Schlüssel öffnen. Entweder mit dem leuchtenden Schlüssel. Benutze leuchtenden Schlüssel in. Jetzt öffne Tür. Und nach öffne Tür kommt öffne nochmal Tür. Na, die Tür sollst du öffnen. Die äußere Tür. Da gibt es auch noch eine innere. Benutze innere Tür. Wie war der Code nochmal? 2275. So, da haben wir den Code. 2275. Gut. Test 1, 2. Gut, gehen wir ein. Ah ne, nicht mit der Maus. Wo ich schon mit der Maus hat eingeben. 22 75. Aber ich meine, das wäre nicht der Code. Die Tür ist abgeschlossen. Okay. Wir gehen nach oben und mopsen uns von der guten Dame erstmal den kleinen Schlüssel. Also müsste die Wendy nochmal die Tür aufmachen. Nein, nicht die Wendy. Und dann Razor. Razor, wo bist du? Benutze alter rostiger Schlüssel. Oh nö. So, jetzt haben wir es. So, dann geht Dave raus.
Und als nächstes geht Wendy raus. Aber erstmal die Tür wieder öffnen. Benutze in Tür. Und Wendy, du darfst auch raus. Oh, dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ah, hey Ed, der Meteor will sich mal deinen Hamster ausleihen. Ne? Hamster und Elektroschockstab leihen. Elektroschockstab, wo hat er den denn? Der Meteor möchte meinen Hamster niemals. Pass lieber auf, Ed. Der Meteor mag das überhaupt nicht. Er glaubt übrigens, dass du die purpurne Schlüsselkarte geklaut hast. Ja, die hab ich doch. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ohne die komme ich nicht zum Meteor. Oh. Gut zu wissen. Tatsächlich? Pass hier auf, mein Sohn. Ich bin's, der Doktor. Gut. Eigentlich müsste uns ja jetzt hier entgegenkommen. Aber dem ist jetzt nicht so. So, gehen wir hinein und lassen uns schnappen. Oh, ein ungebetener Besucher. Ich hab dich. Ah, die fackelt nicht lange. Sofort ins Verlies. Sei froh, dass du kein Junge bist. Sonst hättest du jetzt große Probleme. Ja, ich glaube, da bin ich echt froh. Oh, ich muss das hier beeilen. Ich glaube, die ist nämlich ziemlich fix wieder oben. Oh, erstmal geh rein. Oh, jetzt ein Schlüssel treffen. Nimm den Schlüssel. Ah, da ist nur eine Tür noch da oben. Nimm. Kleinen Schlüssel. Habe ich den? Ja, schnell nach oben mit dir. Ich weiß gar nicht mehr, was da oben in dem Raum war. Boah, ist schnell oben. Ein ungebetener Besucher. Kommt sie hinterher? Ich weiß ja gar nicht mehr. Wenigstens einmal schauen, was da oben ist. Eine Taschenlampe. Was ist denn hier nochmal? Ist das hier mit der Spinne? Ein... Es wird gerade richtig spannend hier. Lampe. Ah, hier ist er genau. Jetzt erinnere ich mich. Aus. Helle Taschenlampe. So. Und hier muss ich drücke, ziehe, wie auch immer. Ziehe an dem Bild. Und dahinter ist der Code. Oder öffne Bild. Ja, genau. Wandschrank. Und hier unten ist der Code. Geritzte Nummer. Okay, ich weiß, was ich jetzt tun muss. Also daran habe ich es gar nicht mehr gedacht. Ja, da muss man einen Code eingeben. Wenn ich jetzt sage, öffne Wandschrank. Genau. Ich gebe es mal irgendetwas hier ein. Ist natürlich falsch. Okay, ich muss mich wieder schnappen lassen. Und dann muss ich nochmal hoch. Oh, warte mal, ich versuche hier auch mal zu tricksen. Und jetzt gehe ich wieder schnell wieder runter. Vielleicht ist sie ja wieder weg. Ah, die ist weg, ne? Klappt sogar. Ich denke mal, so ein kleiner Bug. Ach, jetzt kommt sie von da. Okay. Der Weg übers Verlies lässt sich nicht vermeiden. Gut, ich bin wieder einen Lösungsansatz weiter.
Ich werde dann wieder nach oben gehen zu dem Teleskop, dort hineinschauen. Dann weise ich den Code, gehe wieder dort hinein zu der Ätna und öffne den Tresorschrank. Das wäre jetzt mein Plan. Und ja, ich denke mal, das gibt es dann im nächsten Video, im nächsten Teil. Ja, sollte für heute dann auch in dem Sinne reichen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!